Lennart Trampe aus Beckum, U20, männlich Nationaltrainer. Fangen wir mal an mit deiner Herkunft in Beckum. Wie sieht denn bei euch das Juniorentraining aus? Ja, also wir haben immer noch eine Kooperation zwischen Schule und Verein. Also wir holen uns die jungen Spielerinnen und Spieler aus der Schul-AG und versuchen die dann für den Verein zu begeistern und ja, kombinieren so das Training auch so ein bisschen, dass da so ein fließender Übergang ist. Und dadurch, dass in Beckum eben keine Erstligamannschaft oder sowas ist, gehen natürlich nach dem Abitur auch die meisten dann weg, sodass wir kontinuierlich weiter junge Leute ranholen müssen. Und das läuft eigentlich ganz gut und ich bin da zuversichtlich, dass es weiter in Zukunft auch klappt. Mhm. Dadurch bist du natürlich mit der Jugendarbeit vertraut. Du warst ja schon Nationaltrainer für die U17 Mädchen. Jetzt bist du für die U20 Jungs oder auch Junior Open zuständig. Dieses Jahr steht die EYUC in Frankfurt auf dem Plan. Titelverteidigung ist, glaube ich, das große Ziel. Wie sieht denn die Vorbereitung aus? Ja, wir haben uns zum ersten Mal im Herbst getroffen. Da haben wir das Auswahltrainingslager gemacht, wo schon ziemlich gut klar war, wie das Niveau dieses Jahr sein wird. Und da haben wir nämlich schon die Heidis geschlagen am Testspiel. Und dann haben wir noch ein Trainingslager im Frühjahr gemacht in der Halle, wo wir mal was ausprobiert haben. Wir haben mal gar nichts Spielerisches gemacht. Da haben wir wirklich nur uns auf unser Team konzentriert und geguckt, was für Leute haben wir da und wie können wir so miteinander. Und das hat eigentlich sehr gut angekommen. Jetzt haben wir noch das ein oder andere Trainingslager gemacht und letztes Wochenende beim Skyline Cup in Frankfurt gespielt, wo wir auch bis auf eine Ausnahme ein starkes Turnier gespielt haben. Wir konnten mit dem Schweizer Meister Flying Angels aus Bern wirklich sehr gut mithalten, haben nur knapp verloren. Und das ist eigentlich schon ein Ausrufezeichen und eine Kampfansage an die Europameisterschaft, die wir natürlich auf jeden Fall wiederholen wollen. Großartig. Du selber bist ja auch als Spieler aktiv und in dieser Saison nämlich für die Frizzly Bears Aachen. Wie ist denn da die Kampfansage für die deutsche Meisterschaft? Ja, da wollen wir natürlich wieder vorne mitmischen. Und auch da bin ich sehr zuversichtlich, denn wie man hier dieses Wochenende schon sieht, wir sind jetzt hier ins Halbfinale eingezogen. Obwohl der Kern der Spieler auf dem Inside-Rakete-Trainingslager war. Da bin ich auch sehr zufrieden mit der Leistung bisher und freue mich auf die Saison, auf europäischer Ebene, denke ich, dass wir da vorne mitmischen können und mal zeigen können, dass die Aachener immer noch da oben hingehören. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und weiter viel Spaß. Danke dir. Mahlzeit.